Der Sturmtruppler ist eines der offensichtlichsten Erkennungsmerkmale von Star Wars und neben Darth Vader das beliebteste Kostüm unter Fans. Doch oft herrscht gerade bei den neuen Fans noch etwas Verwirrung, was jetzt der Unterschied zwischen Stormtrooper und Clone Trooper ist und woher sie kommen und weshalb sie so agieren, wie sie agieren. Deshalb möchte ich euch im neuen Star Wars Basics Video mal alle Rahmendaten über Stormtrooper erklären. Ich bin Luke und damit herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Basics Adventskalender Video. Stormtrooper nannte man die militärischen Fußsoldaten des galaktischen Imperiums. Erkennbar waren diese an ihrer in der Regel weißen Rüstung und dem ikonischen Helm. Oh, hallo. Gar nicht gemerkt, dass ihr da seid. Ihre Rüstungen waren nicht nur darauf ausgelegt, eine einschüchternde Wirkung auf Bürger und Feinde des Imperiums zu haben. Sie haben ebenfalls einiges an Überlebensequipment, das die Sturmtruppen in so ziemlich jeder Umgebung auskommen lässt. Sie bestand aus einzelnen Panzerungsteilen aus Plastoid und einem schwarzen Ganzkörperanzug. Die Rüstung sollte Blasterschüsse abfangen und von lebensbedrohlichen Verletzungen schützen, was sie übrigens auch meistens taten. Klar, die Truppen fallen wie die Fliegen, aber niemand sagt, dass sie wirklich tot sind. Schwere Verbrennungen könnte jedoch durchaus drin sein. Als Teil des Stormtrooper Corps repräsentieren sie eine unabhängige Fraktion des imperialen Militärs. Ihre schiere Anzahl machte sie zur Hauptkraft der imperialen Armee. Sie wurden von Kind auf trainiert, die absolut gehorsamen Soldaten in einer klaren Kommandostruktur zu sein. Ihre Loyalität stand in letzter Instanz immer zum Imperator. In imperialen Akademien wurden die Sturmtruppen ihr Leben lang trainiert, bis sie alt genug für den Einsatz waren. Dabei lernten sie den Einsatz von zahlreichen Waffen in verschiedensten Einsatzgebieten. Die ersten Stormtrooper waren die Klone aus der republikanischen Armee, die die Order 66 durchgeführt hatten. Ihre Aufgabe war es, die widerständischen Planeten unter der Herrschaft des galaktischen Imperiums in einem festen Griff zu halten und Kontrolle zu wahren. Durch ihre beschleunigte Alterung wurden die Klone jedoch relativ schnell zu alt für den Dienst und sie wurden Stück für Stück durch neue Rekruten ohne Klonhistorie ersetzt. Die Truppen des Imperiums wurden zudem immer schneller und fehlerhafter ausgebildet, da der Imperator lieber einen Kurs von schierer Übermacht als wirklichen Elitekriegern fahren wollte. Daher auch die geringe Trefferquote der Truppler. Das ist zumindest eine Erklärung. Man liest hier und da auch, die Stormtrooper hätten keine direkte Erlaubnis zum Töten bekommen, da ihre Aufgabe eigentlich primär Bevölkerungskontrolle und nicht der Krieg war. Seht sie also mehr als Polizisten mit etwas mehr Ausrüstung. Wenn die jemanden einfach unerlaubt umbringen, bekommen die ordentlich eins auf den Helm. Das Imperium ist immer noch ein Staatsapparat, wenn auch eine Diktatur. Nach dem Zerfall dieses durch die Zerstörung des zweiten Todessterns und dem Tod des Imperators entstand ein Machtvakuum, das einzelne Bruchstücke des Imperiums füllen wollten. Die Truppen, die ihr Leben lang indoktriniert wurden, legten nicht einfach die Waffen nieder. Noch ein weiteres Jahr herrschte der Krieg aktiv weiter, bis zur Friedenserklärung zwischen Republik und imperialen Resten. Jedoch zog sich ein großer Teil der Streitkräfte, darunter eben auch sehr viele der restlichen Sturmtruppen, zurück in die Unknown Regions und erbauten das, was später als First Order bekannt werden sollte. Auch hier wurden die Sturmtruppen wieder von klein auf indoktriniert und ausgebildet, dieses Mal aber wirklich als Elitekämpfer unter dem späteren Kommando des General Hux, der auch sehr stolz auf seine Soldaten ist. Unter den Troopern gab es unterschiedliche Ränge und Spezialisationen, darunter auch die Death Trooper, Director Krennics persönliche Leibgarde, Demolition Troopers, Flame Troopers, Forest Troopers, Heavy Trooper, Shock Trooper, Jump Trooper, Magma Trooper, Shadow Trooper und so viele mehr. Bisschen behind the scenes, ursprünglich waren sie es, die die Lichtschwerter tragen sollten und als eine Art Standardwaffe einsetzen sollten. Und der Name, der kam tatsächlich von den deutschen Sturmtruppen des Ersten Weltkrieges und dann später auch in der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. Wäre euch fast gar nicht aufgefallen, was? Die Nazi-Parallele, die ist ja immer so gut versteckt. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende des Videos über die Stormtrooper. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst sie gerne in den Kommentaren da. Und ansonsten könnt ihr jetzt hier abonnieren und links und rechts gibt es noch mehr von den Basics-Videos und dazu noch die komplette Star-Wars-Video-Playlist. Danke an alle, die uns schon auf Patreon unterstützen. Rönnihauen.